Ein Sieg gegen den Friedenauer TSC und maximal ein Unentschieden von Biesdorf beim BFC Dynamo 2 und Platz 1 wäre Berlin United dem Team von Thomas Hessler nicht mehr zu nehmen. Hier alles komplett neu aufzubauen, das ist eine spannende Geschichte und davon möchte ich ein Teil sein, sagte er. Schritt Nummer 1 wäre der Aufstieg in die Berlin-Liga. Auf ihn kann der Weltmeister von 1990 immer zählen, Stürmer Timo Jerome Kjalka, 21 Tore. Einer dieser vielen hochkarätigen Neuzugänge, die Berlin United in höhere Gefilde führen sollen. Die Gastgeber in Rot suchen ihren Knipser permanent keine 10 Minuten rum. Da ist Kjalka letzte Woche beim 3:1 gegen den FC Spandau getroffen. Bei diesem Heber fehlt ein knapper Meter. 86 Treffer hat die Tormaschine United bislang produziert. Sie sind offensiv hungrig unterwegs. Vor allem Kjalka hat großen Appetit. 21. Minute 1:0. Siebenmal hat er in der zweiten Liga für Jan Regensburg gespielt. 19-mal dritte Liga für Fortuna Köln. Es kommt nicht von irgendwo, dass so ein Mann die Landesliga kurz und klein schießt. Podrigala hat das Auge. Kjalka die Ruhe vor dem Tor. Friedenau, Vorletzter und damit auf dem ersten Abstiegsplatz. Sie haben große Probleme beim Tabellenführer. Das ist Hartmann gegenklemmt. Lennart Hartmann, immer noch Herthas jüngster Bundesliga-Profi. United hat neben Kjalka aber noch einen Knipser und das ist Hamdi Çamki. Der geht hier zu Boden. Zweikampf mit Friedenaus. David Zeitz, Elfmeter, ja. Oder nein, für mich zu wenig, weil Çamki den Volley verfehlt und es danach erst den Kontakt gibt. Hamdi Çamki, 21 Treffer, liegt jetzt wieder zurück im Duell mit Kjalka. Standards könnten beim TSC mal für Gefahr sorgen, aber es ist die erwartete Mammutaufgabe für das Team von Dennis Linke. Es sieht aber nicht so schlecht aus, 0:1 aus seiner Sicht zur Pause. 20 der 23 Spieler hat der Tabellenerste gewonnen. Die Roten sind auch in Durchgang 2 dominant. Das ist Kjalka. Kjalka, immer wieder Kjalka, klemmt im Tor spektakulär. Uniteds Nummer 9 wechselte im Februar 2018 ja vom Bonner SC in die Hauptstadt. Was machen die Gäste? Sie schauen vorn mal raus. Ja, wie sieht's denn aus, das Tor von Erik Niendorf? Lionel Kramper. Da war eine Menge Lionel drin im Abschluss, aber er heißt Kramper und nicht Messi. 77. Minute, Freistoß United. Und dann schraubt sich Jezetep hoch und es steht 2:0. Und sie feiern den 1,94 Meter Leuchtturm, denn es ist sein erstes Saisontor. Er war eine feste Größe beim Berlin-Ligisten Berliner SC, doch für das Projekt Berlin United ging er eine Liga tiefer. Klasse Kopfball. Für Kopfballtore war Hessler nicht bekannt, gibt trotzdem den Daumen hoch vom Coach. Der nimmt dann nach 75 Minuten seinen 43-Tore-Sturm vom Platz. Çamki, heute mal ohne Treffer, Kjalka, jetzt ein Tor vorn für die beiden Comrosati und De Almeida. Die letzten Atemzüge dieses Spiels und die Gäste mit ihrer besten Kombination im Spiel. Miguel Clodomiro Maas wird da mal geschickt. Niendorf pariert mit dem Schlusspfiff. 2:0 das Endergebnis. Ein ungefährdeter Heimsieg für Berlin United und wir haben nach dem Spiel nachgefragt, was die Übermannschaft der Landesliga so besonders macht. Ich glaube, wir haben eine gute Truppe an Bord. Wir haben ja, oder viele von uns haben ja damals schon bei TB gespielt, sind gemeinsam aufgestiegen. Wir kennen uns, wir mögen uns. Ich glaube, es macht einfach Spaß, hier mitzukicken. Man hat hier Spaß am Fußball, ja, die Atmosphäre ist gut und es macht einfach Spaß, mit guten Fußballern nochmal zusammenzuspielen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch alle sagen, wir machen das. Ja, weil man hat eine gute Truppe, jeder weiß, was der andere kann. Ja, das ist gut. Ich sage meinen Jungs immer, ihr müsst nur eure Leistung abrufen, konzentriert spielen, wach sein. Sag ich, dann wird es schwer, euch zu schlagen. Und sowas werde ich am Wochenende auch wieder sagen. Und die Jungs wissen ja. Also ich mache mir da in dem Sinne jetzt nicht so viele Gedanken, weil ich ja weiß, wenn sie müssen, dann können sie auch abliefern. Biesdorf gewinnt parallel und deswegen kann United nächste Woche dann im direkten Duell mit der Fortuna den Aufstieg perfekt machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.